Wir starten ins Wochenende, das aber natürlich nicht ohne top informiert sein. Das sind die Walliser Nachrichten vom Freitag, 27. November, mit diesen Schlagzeilen. Startschuss für die Grossfusion im Räum Fischb, Aufrichtungsfeier zur Überbauung Sandmatta und die Toten Hosen Headliner am Open Air Gampel. Am Donnerstag hat man den Startschuss für die Grossfusion im Räum Fischb gegeben. Der rund 60 Vertreter von den Gemeinden Üsserberg, Baltschieder, Fischber, Darbino, Birchow, Eggerberg und Fischb hat man das Projekt näher vorgestellt. Leute und Fischber Gemeindepräsident René Moberdorf hat das Projekt Modellcharakter. Nicht zuletzt, weil es auch bezirksübergreifend ist. Durch anfängliche Verzögerungen hofft man den Entscheid über die Grossfusion frühestens Ende 2010 oder allerspätestens im ersten Quartal 2011 der Bevölkerung zur Abstimmung zu unterbreiten. Im November 2008 war der Spatenstich für die Überbauung Sandmatta. Jetzt hat man am Freitag die Aufrichtungsfeier. Die Bauherrschaft für die Überbauung Sandmatta teilen sich die Vorsorgekasse für das Personal vom Stadt Wallis und die Internatsstiftung vom Collegium Spiritus Sanctus Brig. Gemäss Michael Zurwera, Präsident Internatsstiftung Spiritus Sanctus Brig, sollen Hischer, Sokrates, Galileo und Thales im Dezember 2010 fertig sein. Mit der Überbauung Sandmatta soll es der Internatsstiftung Spiritus Sanctus Brig unter anderem möglich sein, weiterhin ein kostengünstiges Internat im Collegium Brig zu führen. Das Wallis spielt für den Wasserhaushalt in ganz Europa eine wichtige Rolle. Der Glaziologe Matthias Huss von der Universität Freiburg sagt, wenn alle Walliser Gletscher schmelzten, stehen die ganze Schweiz 1 Meter unter Wasser. Weil die Gletscher aber wegen dem Klimawandel schmelzend und im Sommer Wasser abgebend, hat das einen Einfluss auf den Wasserhaushalt von ganz Europa. Darum sei es klar, dass man die Problematik von der Klimaerwärmung nur gemeinsam lesen kann. An der GV von der Wallis Keycard hat man Rotwald als neues Mitglied aufgenommen. Nach der Aufnahme kehren jetzt praktisch alle Walliser Skistationen zur Walliser Keycard. Neben den 45 Skigebieten kann man euch in 4 Schwimmbädern und im Museum zu Martinach mit der Wallis Keycard zahlen. Das Unternehmen hat heute eine positive Bilanz von der Saison 2008-2009 gezogen. So hat man rund 16'000 Abos verkaufen. Der Verkauf der Skipunkte ist dabei um 4% im Brief gegangen. Die Tourversammlung Beach hat den Kostenvoranschlag 2010 angenommen. Der sieht unter anderem Bruttoinvestitionen in der Höhe von 821'500 Franken vor, die vor allem in die Trinkwasserversorgung EM und in die ARA Briglina fließt. Dank dem Cashflow von über 1,1 Million Franken und dem Teil von Investitionsvorhaben rechnet man 2010 mit einem Finanzierungsüberschuss von rund 305'500 Franken. Die Toten Hosen kommen ans Open Air Gampel 2010. Laut den Verantwortlichen ist das nächstes Jahr der einzige Auftritt der Deutschen Rockgruppe in der Schweiz. Wir haben die Toten Hosen für das 25. Open Air Gampel engagiert, unter anderem, weil laut den Besucherbefragungen der letzten Jahre die Band immer ganz zuoberst auf der Wunschliste gestanden sind. Die geplante Eröffnung der neuen Strasse Niedergampel-Bratsch hat man auf unbestimmte Zeit verschoben. Grund sind 2 Todesfälle im Dorf Niedergampel. Man will die Strasse so schnell wie möglich öffnen, ein genaues Datum ist aber noch nicht bekannt. Am Donnerstagabend hat die Stadtgemeinde Brig-Lys verschiedene Sportler ausgezeichnet. Unter anderem hat man den Velorennfahrer Dani Weiss und die Badmintonspielerin Janine Cicconini zu den Sportlern vom Jahr 2009 erklärt. Zur Newcomerin 2009 hat man Michaela Müller gewählt. Das vor allem wegen ihrer Erfolge an den Special Olympics. Der Newcomer vom Jahr 2009 ist der Schwimmer Yannick Skotten. Am 6. Nationalen Suppentag von der Schweizer Tafeln hat man am 19. November 1'800 Franken zu Fisch gesammelt. Das Geld kommt sozialen Institutionen und Bedürftigen zugute. Schweizweit sind an diesem Tag in über 30 Städten über 125'000 Franken zusammengekommen. Das Wochenende vom 1. Advent und das von den Adventsmärkten steht vor der Porta. Ob ihr das bedenkenlos vorne verbringen könnt, wir schauen es jetzt an im Walliswetter. Das
Birchel ist an diesem Freitag bedeckt. So hat es größtenteils auch im Rest des Oberwallis ausgesehen. Auch am Samstag ist der Tag durch wechselhaft, gegen den Abend nehmen die Wolken im simplen Gebiet vom Süden her immer mehr zu. Gleichzeitig ist im Rhonetal und im Goms föhnig. Die Temperaturen sind im Talgrund bei 11 Grad, im Letschertal und Leikerbad gibt es 6 Grad, im Goms, Zermatt und Grächen gibt es 3 Grad und im simplen Gebiet messen wir Temperaturen um den Gefrierpunkt. Am Sonntag ist föhnig und trotz dichterer Wolkenfelder kommt zeitweise auch die Sonne mal vierka. Von Zermatt über den Simplo bis zum Nufenen ist bedeckt und es regnet. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1000 und 1500 Meter. Weiter nördlich soll es trocken bleiben. Am Montag ist noch recht bedeckt, zum Teil mit starken Niederschlägen. Die Schneefallgrenze liegt ungefähr bei 1000 Meter. Am Dienstag sieht es dann wieder ganz nahe Wetterbesserung aus. Die neueste Meldung aus unserer Region gibt es natürlich auch am Wochenende wieder. Der ist an dieser Stelle die Karin Imhoff. Jetzt wünsche ich ein schönes Adventswochenende.